Jo, wir sind wieder in der Basis, also in unserer Hauptbasis. Oje, geht schon wieder super los. Ja, alle wieder da und wir haben auch schon fast jetzt den Battle Pass durch. Nur noch ein Level und dann haben wir es. Den kompletten Battle Pass erledigt. Und ja, ich habe mir auch im Bassano was geholt. Nämlich hier dieses Sandstein Set 1. Ja. Ich glaube, das lohnt sich. Da kann man, glaube ich, nette Sachen damit bauen. Ich meine, muss sich jeder selber überlegen, ob er da Geld ausgeben möchte im Bazar. Für jetzt sowas, das interessiert jetzt mich da gerade diese Bodenbemalungen oder so, das ist mir völlig wurscht. Aber jetzt so zusätzliche Bauteile oder so, das ist vielleicht nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, Battle Pass haben wir fast durch. Da haben wir jetzt nur ja, die eine oder andere Herausforderung. Fünf Multiplikatoren, das geht. Ich möchte jetzt aber erst einmal den Taumaturgietisch bauen. Das Teil da, dass wir endlich mal mit der Zauberei so ein bisschen jetzt vorwärts kommen. Und wir haben ja auch schon einen T4 Thrall dafür. Wir brauchen 300 Stein, 50 Kristall und 50 Eisenbahn. Habe ich irgendwo noch 300 Stein rumliegen? Also ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir uns schnell 300 Stein irgendwo zusammenklopfen. Haben wir da irgendwo noch was in der Kiste drin? 300 Stein irgendwo. Oh, da ist unser der Zauberer. Ich glaube, ich habe keinen Stein mehr. Ja, komm, machen wir jetzt einfach. Ah, doch, ich weiß, wo ich Stein habe. Ha! Da im Hest, da sind, glaube ich, nur Steine drin, oder? Ja, passt. Kommen wir mal mit. Hest, schleppen wir mal die Steine mit. Und dann brauchen wir noch, was habe ich gesagt? 50? 50 Kristall, 50 Eisenbahn. Okay. Heute falsche Tool. 50. Habe ich noch irgendwo und da haben wir auch noch 50 Eisenbahn. Passt. Da haben wir noch ein wenig Klump, das braucht man nicht. So, jetzt halt die Frage, wo wir den hinstellen. Ich würde ihn eigentlich gerne, also vielleicht passt der da unter das Fenster rein. Das könnte man mal ausprobieren. Gehen wir mal 300 Stein. Und jetzt probieren wir einfach mal aus, ob wir den da. Ich glaube, das passt, oder? Ich sehe bloß nicht, wo ich es hinbaue. So, den basteln wir jetzt da schön unter die Treppe. So, da haben wir da mal unseren Tisch. Ja, der steht jetzt erst einmal da ganz gut. So, dann holen wir unseren Zauberer Thrall. Wo war der drin? Da. Den Todesser. Ach Gott, jetzt kann ich wieder bloß so langsam latschen. Naja, das haben wir ja gleich. So, dann packen wir den nochmal da rein. So, sehr schön, der bastelt schon. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, genau, Buch von Kurak und Arkaner Stab. Achso, das kann man herstellen dann. Buch von Kurak, Zauberspruchseite, verdorbenes Fleisch, Forschung, Forschung. Ah, okay, da kann man dann Opferblut in einer Flasche, das haben wir noch nicht. Ah, okay, jetzt sammeln wir mal die ganzen Seiten Kram zusammen, die wir überall rumliegen haben, von denen ich glaube, da habe ich doch auch was in meiner Truhe, oder? Zauberspruchseite, genau. Sprachwörterbuch, Buch von den Stab nehmen wir einmal mit. Fehlgeschlagener Zauberspruch, Spruchrolle, Karte eines toten Zauberers nehmen wir einmal mit. Zauberspruchseite. Was ist eigentlich da drin? Die können wir doch einmal nur aufmachen, oder? Was ist da drin? Zauberspruchseite, okay. Sehr gut. Jetzt, du stehst im Weg. Geh mal dahin, bitte. Danke.
Was habe ich da wieder? Auch noch solche Dinger drin? Genau, nein, das habe ich nicht. Zerrissenes Pergament, Zauberspruchseite, Spruchrolle, Spruchrolle. Da haben wir auch noch so einen Tornister. Zauberspruchseite, Lederbeutel, Stoffbeutel. So, wenn ich das jetzt da reinschmeiße, schmeißen wir das Buch rein, den Stab. Was ist eigentlich mit dem Zeug da? Ich schmeiße mal da mit rein. Zauberspruch. Ah, und brauche ich noch verdorbenes Fleisch und warum Stein? Das können wir jetzt einmal. Okay, Stein und verdorbenes Fleisch. Wo kriegen? Habe ich noch irgendwo verdorbenes Fleisch rumliegen? Da habe ich übrigens einmal so einen netten Strauß hergestellt. Ich mache mir da so ein kleines Straußengehege. Haben wir noch irgendwo verdorbenes Fleisch? Nein, natürlich nicht. Scheiße, wenn man verdorbenes Fleisch braucht, dann haben wir keins. Da irgendwo verdorbenes Fleisch. Da haben wir noch mehr Zauberspruchseiten. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Stofftornister. Oh, da ist ja nur jede Menge. Das nehmen wir mal alles mit da. Zauberspruchseite, Zauberspruch, Zauberspruch, Stoffbeutel, fehlgeschlagener Zauberspruch, Sprachwörterbuch. Was ist da eigentlich nur drin? Nachschubmaterialien. Das packen wir erst einmal da wieder rein. Ja, jetzt. Oh, da ist auch noch was. Ja, nur jede Menge. Gebote von Mithra, die brauchen wir nicht. Ja, okay. Also Fleisch müssen wir auf jeden Fall jetzt erst einmal vergammeln lassen. Da könnte man doch mal einen Komposter bauen. Ich glaube, da ist ein Komposter sehr gut geeignet dafür. Oh Gott, passt das überhaupt alles da rein? Na, passt nicht rein oder was? Okay, Komposter. Werkstätten, Kochen, Alchemie, allgemein. Heute ist überhaupt gelernt. Landmann. Also Landmann. Landwirtschaft. Komposter. Geformtes Holz. 20 Stück. Einmal geformtes Holz, bitte. Scheiße, warum ist da keins drin? Einmal geformtes Holz. Da mal. 20 geformtes Holz, bitte. Ja, toll, jetzt klappe ich schon wieder zu. Geh mal auf. Oh, jetzt geht es wieder nicht vernünftig da. Also die Lukentür, die geht mir auf den Sack. Hest, hallo? Wieso geht die jetzt nicht auf? Geh mal auf jetzt, bitte. Jetzt habe ich mich im Keller eingesperrt. Ja, jetzt. Komm. Oh, wo macht man den Komposter hin? Wo machen wir den Komposterhaufen hin?
Vielleicht auch nicht. Nee, da stinkt der nur vor sich hin. Den machen wir irgendwo da. Na, da hinten raus. Da. Da machen wir jetzt dabei mal einen Komposthaufen rein. So. Passt. Und jetzt schmeißen wir da mal schnell irgendein Fleisch rein zum Verrotten lassen. Wie so Fleischfetzen oder sowas. Da, sowas. Sowas schmeißen wir mal rein. Bisschen Wildfleisch. Das kann dann da vor sich hingammeln. Ja, da läuft es nämlich ziemlich schnell ab im Komposter. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das schon mal. Genau, ich wollte mir auch noch eine neue Rüstung craften. Jetzt pass mal auf. Mal so. Und dann bauen wir da mal... Oh. Das ist teuer. Das ist teuer. Nee, wartet mal. Ich habe ja noch... Wollen wir jetzt den rausnehmen? Wird es dann günstiger? Ich glaube nicht. Seide gewinnen. Ah, dann kann der eine Seide draus machen. Na, ja, wird auch nicht billiger. Na, dann machen wir es anders. Dann farme ich erstmal im Norden bei den Zimären nur ein bisschen. Dass wir noch ein bisschen gehärtetes Leder kriegen, weil dann sparen wir uns nämlich ein bisschen alchemistische Grundsubstanz. Ist auch nicht schlecht. Was muss ich denn da mitnehmen? Jetzt räume ich da bloß einmal schnell ein bisschen aus, weil ich da viel zu viel Zeug dabei habe. Den Hammer braucht man nicht. Die Hacke reparieren wir dann schnell. Ich brauche nicht so viel Hacken. Das müssen wir auch noch reparieren. Die Keule nehmen wir mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das wiegt nicht viel, das ist kein Problem. Da habe ich jetzt dabei erst einmal die Frostwaffen hinkängt. Der Hammer ist wirklich gut, aber der wiegt halt eine Tonne. Ne? Das ist halt der Wahnsinn. Deswegen nehme ich jetzt vorläufig erst einmal den Sternmetallhammer nochmal. So. Mehr folgen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Elefant? Oh Mist. Ich glaube, ich weiß, wo der Elefant ist. Der steht jetzt hier irgendwo rum. Da, wo wir unser Rad haben. Da irgendwo. Okay, wurscht. Dann nehmen wir mal das Nashorn mit in den Norden. Oder hier den Hest. Ne, das Nashorn nehmen wir mit. So, sonst haben wir alles dabei. Ja, muss passen. Ah, Pferd. Pferd. Ah, und Sternmetall bauen, weil ich wollte mir nur einen Kühlschrank bauen. Muss den Hammer trotzdem mitnehmen. Den da, genau. Und ja, nehmen wir mal 40 Sternmetallbahnen mit. So.
So. Alle bereit? Jawohl. Getränke auffüllen. Dann ab zum Kartenraum. Jetzt habe ich die ganzen Zeit. Ja, gut, das ist wurscht, die wiegen nix. Egal. Hügel der Toten. Da sind wir, glaube ich. Oder? Ich glaube, wir sind da. Ich hoffe es zumindest. Okay. Ist mein Nashorn jetzt mitgekommen? Da unten. Und natürlich schon wieder am Regnen. Oh, jetzt hat man ein verdorbenes Fleisch gehabt. Ab zur Jagdhütte. Oh, da ist schon wieder ein Bärse. Bärsi. One Bärsi. Oh Gott, jetzt geht's hier aber los. Da nehmen sie ja, gib's ihnen! Lässt du mein verdammtes Nashorn in Ruhe! Sehr gut, Dalinsia. Das hast du hervorragend gemacht. So. Da hast du deinen Senf, Berserker. Oh! Kletterhandschuhe, die nehme ich. So, Linse. Du bekommst aber eine andere Waffe von mir, nämlich diesen formschönen Streikkolben. Und dann darfst du mir nämlich jetzt auch mal folgen. Und das Pferd, halt, das brauchen wir auch noch. Genau. Und du stellst dich dabei bitte einmal dahin. Wie schaut es denn da aus? Oh, da haben wir auch noch einen Berserker und Lianil drin. Okay. Gut, habe ich das Bett als Spawnpunkt? Ich glaube ja. Wie viel Leder haben wir denn eigentlich? 27 gehärtetes Leder. Okay. Achso, der Linzer braucht ja noch Schleimsuppe. Mal schnell, nicht mehr folgen. Okay. Schnell ein paar Büsche abernten. Lass mal ein paar Samen zusammenkriegen. Für leckere Schleimsuppe. Wieso gibt es denn da keine Samen?
brauchen wir eh wieder Schleimsuppe fürs Rad. So. Rein damit, dann kochen wir mal eine Runde. Köstliche, nahrhafte Schleimsuppe. So. Hey, der Linzia, ich habe leckeres Essen für dich. So. Bitte schön. Dann schauen wir mal, ob es nette. Machen wir mal das schnell. Genau. Ja, den Hammer schmeißt er dabei da irgendwo rein in der Truhe. Sinnloses Gewicht. So. Einmal geparkt, bitte Wache halten. Und der Linzia und ich, wir legen jetzt da mal los. Oh Gott. Los, auf geht's! Oh, Gold. Oh, da fällt mir ein. Ich könnte mal nur ein bisschen Ambrosia essen. Ja. Der Linzia geht ab wie Schmidts Katze hier. Mit dem Streikholm. Also Streikholm funktioniert wirklich extrem gut auf Thralls. Also die haut den halt einfach richtig, richtig in die Schnauze. Ja, gib's ihm. So, ich muss mal schnell schauen. Das haben wir abgeschlossen. Beeren sammeln. Das ist alles Schrott. Ich würfel mal neu. Vielleicht gibt's irgendwas Cooles. Sippermeru besuchen. Eine legendäre Waffe herstellen. Wüstenhunde besiegen. Ja, ach, das können wir ja später noch machen. Jetzt im Moment nicht. Gut, haben wir was zu essen. Das nehmen wir mal mit. Stahl. Stahl. Stiefel. Angriff! Wieso sammle ich. Wo liegt denn der ganze Steinscheiß da rum? Obwohl natürlich das Großschwert auch gut ist. Ja, Eisenbahn brauche ich nicht unbedingt. Lassen wir da. Oh, sehr gut. Rüstung. Ja, das nehmen wir mal mit. Oh,
Eislotus-Samen, Sternmetallerz. Ah, da war noch eine zweite Truhe herin, oder? Oder war da bloß eine? War da nur eine? Jetzt weiß ich es wieder nicht. Jetzt war ich schon ein paar Mal herin. Ah, doch, genau. Ja, gut. Das ist ein Schmarrn. So, wie sieht's bei dir aus? Hallo. Mr. Zimmerischer Bogenschütze. Na, nicht runterfallen! Ach, okay. Was soll's. Wo liegt er denn? Nirgends. Ist weg. Ja, was ist jetzt los? Hä? Ach, da ist nur einer. Ja, gib's ihm. Hohoho. Den hat's ganz schön zerlegt. Ja, der andere ist weg. Super, super. Ja, komm, wurscht jetzt. Dann liegst halt da unten rum. Von mir aus.